Willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier zum Planet Edit Tutorial. Und je nachdem, wann ihr das schaut, könnte es einen verschiedenen Aufnahmepunkt haben. Falls ihr gerade jetzt erst mit der Playlist angefangen habt, falls ihr es gerade erst angefangen habt zu schauen, dann ist das relativ wichtig für euch, denn es wird für euch dann in Zukunft eine weitere Bedeutung haben. Falls ihr die Planet Edit Tutorial Serie schon gesehen habt, dann ist das hier quasi so ein Nachtrag. Nämlich befinden wir uns jetzt in der 1.5.7 und eben noch eine Zahl dahinter. Das ist relativ egal. Jedenfalls hat sich einiges verändert an den ganzen Dateien. Das ist natürlich ein bisschen doof, okay? Ich werde jetzt nicht die gesamte Reihe nochmal neu machen. Nur weil jetzt ein neues Update rausgekommen ist, was eben neue Dateien, veränderte Dateien hervorbringt. Aber wir werden, also ich werde quasi für alle, die es in Zukunft noch machen werden, hier noch ein bisschen was nachtragen, ein bisschen was verändern. Und falls ihr es halt neu schaut, die letzte Folge, die ihr gesehen habt, also quasi das erste Video in dieser Reihe, enthält einen sogenannten Launchpad Position. Und das wurde jetzt abgeändert in nämlich das Space Center Data. Und da sind wir auch gerade drinnen. Und da werde ich halt auch gleich drüber reden. Zusätzlich gibt es nochmal weitere Änderungen, die bisher zwar nur Steam, also die Steam-Version des Spiels betreffen. Vor allem hier, wie ihr schon sehen könnt, diese vielen Skalierungen mit den geschweiften Klammern dahinter. Das sind alles Änderungen, die an sich euer Spiel nicht beeinflussen, zumindest nicht bisher. Zumindest auf Android und iOS, also auf Mobile, ändert das halt bisher nichts, eben nur auf Steam. Aber an sich ist das schon etwas, was erwähnenswert wäre. Und daher werde ich das jetzt hier auch gleich erwähnen. Aber natürlich, wir fangen wieder einfach von vorne an, nämlich mit Space Center Data. Ja, das ist eine Datei. Und zwar findet ihr die quasi genau an derselben Position, an der vorher Launchpad Position war. Und wir haben jetzt hier eine etwas veränderte Syntax quasi. Ganz oben, quasi zweite Zeile, haben wir immer noch die Adresse, ist quasi Name des Zielobjekts, da wo das Weltraumzentrum eben sein soll. In dem Fall ist es halt beispielsweise jetzt die Erde. Dann haben wir Zeile 3 einfach Angle, also quasi ist es ein Winkel. Und zwar wird das Weltraumzentrum entlang der Oberfläche gegen den Uhrzeigersinn versetzt, startet rechts und ist in Grad. Ja? Also wenn wir das hier auf 0 machen, dann haben wir das Weltraumzentrum quasi, wenn man auf der Karte ist, rechts von der Erde. Und das ändert sich halt je nachdem, wie hoch halt der Wert ist. Bei 90 Grad ist es halt oben, bei 180 ist es links und bei 270 ist es wieder unten. Dann haben wir es die Zeile 4. Position, Launchpad, da habe ich jetzt mal nichts dazu geschrieben, weil im Grunde ist es die Position dann vom Launchpad selber, beziehungsweise im Grunde vom gesamten Weltraumzentrum, das wird dann halt alles gemeinsam verschoben. Und da haben wir Zeile 5, Horizontal Position, die horizontale Position, und das ist eben die Verschiebung an der Oberfläche in Metern. Und in dem Fall sind es halt 365. Und im Grunde braucht ihr da keine sonderlich großen Zahlen, weil ihr dann quasi das mit Angle lösen könnt. Also quasi grobe Einstellungen könnt ihr mit Angle machen. Und Horizontal Position ist dann so eine Feineinstellung, die dann vorgenommen werden kann. Und dann haben wir nochmal die Höhe. Ähnlich wie davor, ja. Es sei denn, dass es jetzt eben nicht mehr die gesamte Höhe ist, also ihr braucht jetzt nicht mehr den Radius vom Planeten, sondern es ist quasi die Höhe über der Oberfläche, wenn ihr die Heatmap weglasst. Falls das hier das zweite Video ist, das ihr seht, dann wisst ihr noch nicht, was Heatmaps ist, das kommt dann später. Falls ihr es schon gesehen habt, dann wisst ihr garantiert, was ich meine. Und ja, in dem Fall sind es 26,2 Meter. Und das war die Datei zum Space Center Data. Und ja, das hat sich deutlich verändert zu dem vorherigen, wo es eben nur Launchpad Position war. Da gab es eben nur die Adresse, dann die Breite, also die
horizontale Position und die Höhe. Und jetzt haben wir noch weitere Änderungen, nämlich hier in der Planet Edit Datei. Ich habe die natürlich geupdatet und ich werde die auch neu hochladen. Das heißt, mit den ganzen Veränderungen, die wir hier haben. Die Version habe ich jetzt erstmal so gelassen. Ja, ich habe nur die neueren Sachen mit eingefügt. Und an sich wäre das jetzt die Version 1.5.7, nicht nur die 1.5. Aber naja, ich habe es jetzt einfach so gelassen. Also, dann die erste Änderung. Wir haben ja hier Radius. Und zwar darunter haben wir Radius Difficulty Scale. Ja, und das sind hier diese beiden geschweiften Klammer. Und das ist eben eine Skalierung bei verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Und da dürft ihr keine Werte reinschreiben, sonst gibt es einen Fehler. Und zwar, da kommen im Grunde Daten rein, wenn ihr ein neues Spiel macht, zumindest auf Steam. Auf Steam ist es nämlich so, falls ihr es nicht kennt, dass man verschiedene Schwierigkeitsgrade machen kann. Nämlich einmal normal, das was wir hier auf Mobile auch haben. Dann auf schwer, das ist dann irgendwie doppelt so groß oder so. Und dann einmal realistisch, das ist dann knapp 20 mal so groß. Und je nachdem gibt es halt dann eine verschiedene Größe. Und das gilt halt für so ziemlich alle Sachen, die hier so eine geschweifte Klammer haben. Also vor allem hier Radius Difficulty Scale, dann Gravity Difficulty Scale. Das verändert sich natürlich dann. Dann hier oben, hier unten Curve Scale haben wir auch noch. Height Difficulty Scale. Und hier haben wir noch was anderes, aber dazu kommen wir gleich. Dann haben wir hier weiter unten, wenn ich es finde, genau da, SMA, also Semi-Major Axis Difficulty Scale, auch mit geschweiften Klammern, und SOI Difficulty Scale. Und das war es im Grunde mit den Schwierigkeitsskalierungen. Jetzt kommen wir hier zu ehemals Terrain Formula, also das haben wir hier oben. Es hieß ehemals Terrain Formula, jetzt heißt es eben Terrain Formula Difficulties. Früher sah es so aus und im Grunde an sich ist die Struktur gleich geblieben. Das gibt es jetzt halt dreimal, einmal für Hard und einmal für Realistic. Und die haben im Grunde, ja, die haben dieselbe Struktur, haben andere abgeänderte Werte, aber ich habe die jetzt einfach weggelassen, weil es halt leicht verändert. Und es gibt einige neue Strukturnamen, Heatmap-Namen quasi. Vorher hatten wir hier Perlin, Craters, Crater Edge, Mars, Phobos, Deimos und Io. Und jetzt sind noch ein paar hinzugekommen, nämlich Mercury, also Merkur, Mercury Plains, also quasi Ebenen auf dem Merkur, dann Mars, RSS, Real Solar System, also quasi im echten Sonnensystem. Dann nochmal Mars Plains, also wieder flache Ebenen. Dann Moon, das hatten wir vorher gar nicht. Moon Normal und Moon Plains. Dann Venus, Venus Plains und das war's. Also es sind einige Heatmaps hinzugekommen und die haben eben wieder verschiedene quasi Einflüsse auf die Höhe eurer Map. Zusätzlich, früher gab es ja dieses M hier und das ist quasi eben so ein Multiplikator für die Oberflächenstruktur. Und es stellt sich raus, dass man nicht nur M benutzen kann, also hier, sondern tatsächlich so gut wie alles, außer Output. Also hier gibt es beispielsweise Planes, da werden quasi Venus-Planes definiert und die werden dann hier, 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 hier und hier unten nochmal verwendet. Das heißt, ihr könnt natürlich auch andere Sachen als M benutzen. Und da haben wir die letzte Sache, die durch die 1.5.7 dazugekommen ist, nämlich sogenannte Landmarks. Die sind noch unter den Achievement-Data, also ganz weit unten. Und die fügt quasi Punkte für Sehenswürdigkeiten hinzu. Also quasi Monumente wie auf dem Mars Olympus Mons, ja, der größte Berg quasi in unserem Sonnensystem. Und ebenso ähnliche Sachen. Hier haben wir ein Beispiel für die Venus. Venus hat natürlich mehr. Ich glaube, es waren 3. Ich habe die beiden anderen gelöscht, weil die Struktur dieselbe bleibt. Und jetzt haben wir hier Folgendes. Wir haben einmal den Namen.
Und das ist eben der Name der Sehenswürdigkeit, das wird dann eben auf der Karte angezeigt. Dann wieder Angle, wie davor. Das Position der Sehenswürdigkeit auf der Karte und wird entlang der Oberfläche gegen Uhrzeigersinn versetzt, startet rechts und ist in Grad. Ja, also ähnlich wie davor. Das gibt quasi so eine grobe Position, wo das da angezeigt wird. Dann Start Angle und End Angle. Das ist quasi der obere und untere Grenzwert für den Geltungsbereich der Sehenswürdigkeit. Das heißt, wenn ihr quasi in einem Bereich von 41 und 46 Grad landet, dann also auf der Venus landet, wird euch gesagt, ja, ihr seid in der Nähe von Maxwell's Mons gelandet. Und ja, das war es im Grunde. Also es ist einiges schon dazugekommen jetzt durch das neue Update. Und je nachdem natürlich, ob ihr das jetzt gerade zum ersten Mal seht, also wenn ihr die Playlist gerade angefangen habt oder wenn ihr gerade, wenn ihr schon alles geschaut habt, dann ist es natürlich deutlich unterschiedlich, wie ihr das jetzt aufnehmen könnt. Jedenfalls, es sind halt Neuerungen, die im Grunde dazugekommen sind. Früher war es nicht so, also in der 1.5.6 und vorher. Aber jetzt sieht es so aus. Und ja, das war nur so ein kleines Update, was an sich jetzt neu dazugekommen ist. Und ich würde sagen, damit war es mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich glaube nicht, dass in der nächsten Zeit irgendwelche Videos noch dazu kommen werden. Ich werde jetzt wieder anderen Content bringen. Und ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.